Da lautet der Titel unserer aktuellen Schreibaufgabe. Ich lese Osa Lindeborg, Oren mit 13 Monaten, das Jahr mit 13 Monaten und finde einen Zugang zu meinem Text. Alle Bücher wollen gelesen werden, nachdem sie in oft jahrelanger Kleinarbeit geschrieben worden sind. Viele Bücher werden angelesen und schaffen die 50-Seiten-Hürde nicht. Durch manche Bücher quält man sich bis ans Ende, weil so viele davon geschwärmt haben, zum Beispiel Elena Ferrante. Nein, ich fand die Verzauberung nicht. Auch nicht bei Harry Potter oder dem Herrn der Ringe. Herr der Ringe, habe ich immer gesagt, weil so schrecklich viel gekämpft wurde. Es gibt Autorinnen, die sagen, sie hätten das Buch geschrieben, das sie gern lesen möchten. Ich glaube, das ist ein gutes Ziel für ein zu schreibendes Buch. Ich gehe noch ein wenig weiter und sage, ich möchte nicht nur das Buch schreiben, das ich lesen möchte, sondern eins, von dem ich mich nicht losreißen kann, das ich verschlinge und von dem ich nicht will, dass es aufhört. Auf meiner bevorzugten NDR-Kultur-App höre ich ein Interview mit Daniel Kehlmann. Er spricht über das Lesen und zitiert Michael Köhlmeier. Der Unterhaltungswert des Lesens ist überschätzt und die Heilkraft des Lesens ist unterschätzt. Der Unterhaltungswert des Lesens ist überschätzt und die Heilkraft des Lesens unterschätzt. Und er gesteht, früher nie Bücher weggeworfen, beim letzten Umzug jedoch eine große Kiste einfach entsorgt zu haben. Jetzt widme ich mich der Heilkraft der Bücher, auf der Suche nach einem, das mich so in seinen Bann zieht, dass ich alles drum vergesse. Und zum Schluss möchte ich euch den Satz sagen, der mich ein Leben lang begleitet hat, von Robert Gernhardt. Ums Buch ist mir nicht bange, das Buch gibt es noch lange.